Willkommen zu diesem neuen Video. Und in dem heutigen Video unboxen wir wieder mal was. Und zwar Lego Sets. Erstmal, ich habe hier mehrere Lego Sets. Die werden im Laufe der Woche halt kommen. Heute packen wir halt zwei Sets aus, weil das zwei kleinere sind. Und morgen sollte dann dieser Eternal Set, also nicht morgen, sondern übermorgen am Mittwoch kommen. Und dann am Freitag sollte dieser Sanctum Sanctorum in Raum, so gesagt, Spider-Man No Way Home kommen. Also fangen wir an mit dem ersten, mit dem kleineren, was auch schneller zusammengebaut wird. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem ersten Bau. Also, einfacher geht es nicht. Wirklich, für ein zum Beispiel, dass man dieses Teil in den Hand von Mysterio gibt, wird eine Seite verbraucht. Also wirklich, sowas. Also, nee, man sieht, dass es ein 4-Plus-Set ist. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä? Ein 15-Jähriger kauft sich ein 14-Plus-Set, was wahrscheinlich 4-Plus-Set. Warum wohl? Wegen den Minifiguren. Wer hätte das wohl gedacht? Und zwar, der Mysterio-Figur ist ein bisschen anders. Also hat einen goldenen Oberteil. Und das Spider-Man-Minifigur, eigentlich war das hauptsächliche Grund, warum ich dieses Set gekauft habe, dieses. Weil es endlich den schwarz-roten Anzug hat. Es war nicht in dem Starkjet drin, wo es eigentlich drin sein sollte, weil es im Film auch daher das getragen hat. Aber aus irgendeinem Grund war es halt nicht drin. Also ja, deswegen war eigentlich mein Hauptgrund, warum ich das gekauft habe. Und ich finde, es ist mega cool gelungen. Also dual-molded Beine. Der Print ist auch mega nice geworden. Ja, was erwartet man von einem 4-Plus-Set? So eine Drohne, das ist viel zu groß wahrscheinlich. Natürlich. Und halt eine Polizeiauto mit Nick Fury drin. Nick Fury brauche ich um ehrlich zu sein nicht. Ich habe jetzt 3, 4 Nick Furies. Also ja. Kommen wir jetzt zum nächsten Set. Und zwar zum Spider-Man Drone Battle. Oder Drone Duo. Fangen wir an. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. So Leute, ich bin jetzt fertig mit dem Drone. Also Drohne. Und mit dem Vulture-Figur auch. Ich finde das eigentlich mega geil, weil es halt etwas anderes ist als normal. Auch dass Spider-Man so hier runterhängen kann und ja. Ich weiß noch nicht, um genau zu sein, was für eine Bedeutung ja das hat, weil das wird wahrscheinlich in No Way Home geklärt. Oder es wird gar nicht drin sein, das weiß ich nicht. Aber der hauptsächliche Punkt mal wieder war, dass, weil ich die Minifigur geil gefunden habe, habe ich mir das Set gekauft. Und zwar halt wegen dem schwarz-goldenen Anzug, den ich auch mega geil finde. Und der Vulture-Figur war auch eigentlich auch ganz nice. Den habe ich auch noch nicht, also ja. Aber mit das will ich jetzt diese Unboxing beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Channel, nicht das passen. Und ja, bis nächstes Mal.